Hallo Katharina, herzlich willkommen zu diesem Gespräch über das Thema Gefühle. Du bist ja Trauerrednerin vom Beruf und auch Coach und studierte Pastorin, Theologin. Und es finde ich total spannend, mal von dir über den Umgang mit Gefühlen, was du unter Gefühlen verstehst, wie du Gefühlsmanagement betreibst, einiges zu hören. Denn ich denke mal, dass für die meisten Menschen das Thema Gefühle einfach eine große Herausforderung ist und das kann das Leben vermiesen, das kann das Leben aber auch total aufwerten. Also herzlichen Dank, dass du gekommen bist. Ja, sehr gerne. Ich freue mich, mit dir darüber zu sprechen. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, dass ich das wichtig finde, über so ein bedeutsames Thema wie Gefühle ins Gespräch zu kommen. Und ja, du hast völlig recht, das ist irgendwie mein täglich Brot. Ja, als Trauerrednerin hast du ja, denke ich mal, auch ganz viel Berührung einfach mit Themen bei den Menschen, die dir ja sonst selten jemandem mitteilen, oder? Ja, und da gibt es einen ganz großen Vorschub an Vertrauen, der mir entgegengebracht wird. Das bin ich immer, also da bin ich total dankbar. Also ich bin auch verwundert, dass es so ist. Ich bin total dankbar, weil ich oft ja mit Menschen in Berührung komme, die ich gar nicht kenne. Also ich klingel da an der Tür, die kennen mich nicht, ich kenne sie nicht. Ich kenne auch die Person nicht, über die ich spreche. Und dann gelingt es plötzlich innerhalb von 2 Minuten mitten im Thema zu sein, und zwar in einem Thema, über das die Leute sonst gar nicht ins Gespräch kommen. Aber bei mir wissen sie, dass sie aufgehoben sind und da können sie sich öffnen. Können sich auch deshalb öffnen, weil Trauer ja so ein immens tiefes Gefühl ist, was oft eben ganz plötzlich so ins Leben kracht, und wo die Leute nicht mehr in der Lage sind, dann diesen Kanal, der plötzlich aufgemacht wurde, zu schließen. Und im Grunde in diesen Moment komme ich dann hinein, wo die Gefühle offen sind und plötzlich fließt etwas hin und her. Und darin sehe ich auch eine unglaubliche Chance. Die Chance des Trauerfalles ist, mit den Gefühlen in Kontakt zu kommen, mit großen Gefühlen in Kontakt zu sein und darüber zu sprechen, davon etwas herauszulassen und zu merken, aha, ich bin ja auch ein Mensch mit allem, was zum Menschsein dazugehört. Und dazu gehören eben die Gefühle in ihrer ganzen Palette unbedingt. Ja, natürlich, klar. Und das ist ja nun auch einer der gefühlsreichsten Momente überhaupt im Leben eines Menschen, wenn er mit dem Tod eines nahen Angehörigen, eines Menschen, der ihm nahesteht, umgehen muss. Was rätst du den Trauernden? Wie hast du da eine bestimmte Vorgehensweise, eine bestimmte Art zu helfen, dass die Menschen besser mit ihren Gefühlen umgehen können in so einem Fall? Ja, ab und zu gebe ich auch Ratschläge, aber meine Erfahrung ist, dass das Wichtigste, was ich ihnen entgegenbringen kann, ich selbst bin. Also ich selbst mit meiner Art und Weise, die Gefühle offen zu leben. Also ich bin, was Gefühle angeht, absolut durchlässig. Sowohl was die starken Gefühle wie Wut und Hass oder sowas angeht, genauso wie eben die freudigen Gefühle, das Schöne. Und diese Durchlässigkeit, die bringe ich in jedes Gespräch ein und das spürt die Leute. Die spüren, da ist einer, da fließt es einfach so hin und her. Ich brauche meine Gefühle auch in der Regel nicht zu verstecken. Mache ich auch nicht, weil ich finde, das ist das Wertvollste, was wir haben. Und indem ich den Menschen so entgegenkomme, merken die plötzlich, aha, das ist, meine Gefühle sind gar nicht, die sind gar nicht gefährlich. Sonst ist ja so, oh Himmel, emotionales Glatteis, da gehen wir lieber nicht drauf, da können wir ausrutschen, da können wir einbrechen. Aber wenn ich ins Gespräch gehe und die merken, ah, die Gefühle sind ganz normal, dann sind sie auch selber mutiger, die zu zeigen. Also ich sage mal ein Beispiel, ich habe es in den Gesprächen häufiger, dass dann Menschen anfangen zu weinen, was ja absolut naheliegend ist, dass sie weinen in dem Trauerfall und dann entschuldigen sie sich. Ja, sie entschuldigen sich, dass sie weinen müssen. Und das zum Beispiel, ich verstärke das immer. Ich sage zum Beispiel, ich begrüße jede ihrer Tränen. Oder ich sage, dass, also wenn sie nicht jetzt weinen, wann denn dann? Ja, eben. Ja, also einfach zu zeigen, das ist absolut in Ordnung und sie sollen sich die Zeit nehmen, auch zu weinen und ihr Taschentuch zu holen, weil das dazugehört und weil sie in dem Moment merken, ich bin traurig und ich weine. Diese Verbindung ist, weiß jedes Kind
sehen wir bei jedem Kind, aber sehen wir bei den Erwachsenen eben nicht mehr. Wir sehen nicht mehr, dass sie traurig sind und gleichzeitig weinen, sondern da ist oft was abgespalten, weil wir es im Laufe der Jahre abtrainiert bekommen haben. Und das finde ich so schlimm, wenn Menschen Gefühle abtrainiert bekommen, weil dann geht da auch eine ganze Menge Lebendigkeit weg, oder? Ja, absolut. Also ich weiß nicht, wie du groß geworden bist. Also ich auf jeden Fall noch so mit solchen Sätzen wie ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und so, was lernt denn ein Kind, dem gesagt wird, ein Indianer kennt keinen Schmerz? Also das lernt, ich falle hin, ich tue mir weh und ich darf aber nicht äußern, was mir in dem Moment an Gefühlen hochkommt, nämlich der Schmerz, die Traurigkeit, die Enttäuschung, ich habe das jetzt nicht geschafft, ich bin jetzt hingefallen vom Fahrrad oder so, die sich eben ganz natürlich äußert. Und wenn wir da in so Bahnen eingeschworen werden, also was dann mit der Schule weitergeht, wir werden immer enger geführt und lernen immer mehr, wir können unsere natürlichen Impulse, wozu ja Gefühle auch gehören, wir können unsere natürlichen Impulse nicht leben, weil sie offensichtlich nicht gesellschaftsfähig sind. Sie sind nicht gewollt. Ja, welches Kind würde denn im Alter von 6 Jahren den ganzen Vormittag lang freiwillig auf dem Stuhl sitzen? Furchtbar. Keins. Keins. Ja, und aber das Kind kriegt beigebracht, ich muss das tun, das gehört hier zu unserer Gesellschaft, ich muss das machen. Und wenn ich es nicht tue, dann gibt es irgendwie Ärger. Das sind so Dinge, das sind einfach so Stellschrauben und davon gibt es ja Tausende. Winzig kleine Stellschrauben, die den Kindern von Anfang an zeigen, okay, du wirst in diese Richtung gelenkt, und zwar in eine Richtung, in der Gefühle keine Rolle spielen. Dabei sind Gefühle irgendwie wie gesagt, das Wichtigste und Wertvollste, was wir haben. Also die Instrumente, mit denen wir unser Leben gestalten. Und wenn wir sie lernen auszudrücken, dann haben wir unglaublich viel gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde das auch eine Art Schöpfung unserer Zeit, eine künstliche Idee, wie man miteinander umgeht. Ich lese sehr gern Klassik, zum Beispiel die Ilias von dem griechischen Dichter Homer über Troja und so weiter. Finde ich total spannend. Und die griechischen Helden, die weisen Leute, die Krieger, die lachen, die weinen, die sind dankbar, die sind wütend. Die ganze Palette der Gefühle, hätte man so einen Menschen heute als Politiker, dann kriegt man zu hören, der ist doch nicht wehrbar, der hat ja mir viel zu viele Gefühle und so weiter. Aber für mich sind die Politiker suspekt, die die Gefühle nicht haben. Ja, genau. Und es ist ja nicht so, dass wir sozusagen als rationales Wesen geboren worden wären und müssten erst lernen, diese Gefühle überhaupt wahrzunehmen und zu leben. Es ist ja umgekehrt. Ja, wir werden ja geboren mit diesem ganzen Spektrum an Gefühlen und jeder Säugling kann eins zu eins ausdrücken, Freude und Schmerz und Traurigkeit. Das funktioniert exakt und eins zu eins. Mit diesem Programm sind wir auf die Welt gekommen. Und was wir brauchen, sind Menschen, die uns erlauben, dieses Programm zu nutzen, um unser Leben vollständig leben zu können. Und dann zusätzlich die Ratio einzusetzen. Aber eben nicht durch die Ratio die Gefühle unter Kontrolle zu halten, in Schach zu halten. Genau, die sind ja an sich keine Feinde, sondern die sind ja Verbündete. Ratio und Genau, Emotion. ja. Und wenn sie Hand in Hand arbeiten, kann einfach Großes entstehen. Ja, also das sind dann die besonderen Personen und Persönlichkeiten, die auch wirklich was bewirken. Ja, das sieht man ja bei den Künstlern. Also die Künstler, die großen Künstler, die ich kenne, sind immer Gefühlsmollys. Ja, ich meine, die machen das ja sogar. Also, sag ich mal, die drücken ja genau die Gefühle aus, auf ihre Art und Weise. Ja, wenn Musik zum Beispiel, wie kann Musik Emotionen ausdrücken? Also tolle Musik in jeglicher Couleur, ja, von Punk bis Klassik, alles kann Emotionen ausdrücken. Und hat im Grunde damit auch hält diesen Kanal offen. Darum geht es mir ja, ne? Diesen Kanal zu den Gefühlen, zu öffnen. Das macht ja für mich auch die Einzigartigkeit von zum Beispiel einem Musikkonzert oder einem Theaterstück aus, dass ich da direkt an den Emotionen der Künstler teilhaben kann.
Ja, ganz genau. Und beziehungsweise, dass sie auch stellvertretend in der Lage sind, deine Gefühle hervorzulocken. Ja, also ich sage es mal, bei Trauerfeiern wird ja auch fast immer Musik gespielt. Und da ist es oft so, dass die Musik noch viel direkter die Emotionen anspricht als das, als meine Worte. Also ich kann das auch gezielt einsetzen. Aber sage ich mal, die Musik braucht nicht den Weg durch den Kopf. Die Worte brauchen immer noch den Weg durch den Kopf, um verstanden zu werden. Aber die Musik, die geht direkt und kann innerhalb von Bruchteilen von Sekunden Emotionen hervorrufen. Ja, im Grunde gibt es ja in der Musik eine noch viel reichere Palette an Möglichkeiten als in der Sprache. Ja. Ja. Das ist schon fantastisch. Das ist für mich auch der Unterschied zwischen einem wirklich genialen Musiker und einem guten Musiktechniker. Also es gibt viele Leute, die sind ausgebildet im Spielen eines Instruments und die können Tonleitern rauf und runter und so. Aber die sind mit ihren Gefühlen nicht dabei. Die spüre ich nicht, wenn die Musik machen. Ja, ja, absolut. Das geht mir bei Musik so, das ist auch bei Bildern so, ne, weil du die Ja, Kunst sagst, ja. also manche Bilder gucke ich an und sage, ja, ist technisch schön, aber das macht nichts mit mir. Ja, und Ja. andere, da denk, gucke ich hin und denke so, wow. Und merke irgendwie, da hat jemand, ist es jemandem gelungen, das auszudrücken, was ich fühle. Und darum geht es, ja, dass es Menschen gibt, die das können und beherrschen. Und das können einige besser und andere weniger gut. Aber die, die das gut können, die sollten wir sozusagen als Vorbilder dafür nehmen, auch unsere Emotionen wieder zu entdecken und unser Herz zu weiten, um das auch in Fluss zu bringen. Auf jeden Fall. Das ist ja auch was heißt modern? Modern eigentlich nicht mehr. Das gibt es ja schon seit den 50er, 60er Jahren, ein Trend in der Schauspielschule, dass man den Schauspielern nicht mehr beibringt, eine Rolle zu lernen, sondern die Rolle zu leben, wenn sie das machen. Ich glaube, Strasbergs haben das in New York begonnen, dass sie den Schauspielern so etwas beibringen. Marilyn Monroe konnte das, wie ich finde, total gut. Da war ich manchmal völlig baff von dieser Schauspielkunst. Ja, genau. Das ist die Kunst. Eintauchen in diese Rolle, in das Gefühl heißt ja auch in das Gefühl. Ja, auf jeden Ja, Fall. also wenn ich irgendwie eine strenge Lehrerin meinetwegen verkörpere, muss ich in dem Moment fühlen, wie fühlt die sich eigentlich und was hat die auch für ein Machtgefühl, wenn sie so oder so agiert zum Beispiel. Und wenn ich das spüre, wenn ich das in mich hineinkommen lasse, dann wird es plötzlich, dann wird es richtig gut. Ja. Ja, und das zu lernen ist schön. Und wir brauchen ja, sage ich mal, diese hohe Kunst wie Schauspielerinnen und Schauspieler, die brauchen wir ja im alltäglichen Leben nicht, sondern wir brauchen ja eigentlich nur in Anführungsstrichen, für viele ist das schwierig genug, aber die Fähigkeit, mit unseren eigenen Gefühlen in Kontakt zu kommen und zu merken, aha, was ist da eigentlich? Also wir müssen sie ja gar nicht neu erlernen, sondern wir haben sie und wir müssen sie nur neu entdecken und im Grunde den Weg dazu reinmachen. Dieses Freisetzen der Gefühle. Für mich ist da eine Kunstform, die das perfektioniert hat, die griechische Tragödie, wo es ja darum ging, dass man eine emotionale Katharsis reinging durch die Protagonisten, die Schauspieler, den Chor, der aus der Sicht der Götter das kommentierte und so. Und für mich gibt es leider immer weniger Kunst dieser Art. Ja. Wird auch ja nicht gezielt eingesetzt. Also sag ich mal, wie bei den Griechen, die Katharsis, dieser Prozess der Reinigung, das ist ja im Grunde das, diese, also wie das Innere durch so einen Filter zu gießen, um irgendwie eine Klarheit zu bekommen, um das, was störend ist daran, sozusagen herauszufiltern und so eine Klarheit zu bekommen, so in reiner Form. Und das haben die wirklich in großer Kunst praktiziert und das fehlt heute. Vielleicht auch, weil Menschen glauben, dass sie es nicht mehr nötig haben. Ja, das und vielleicht auch, dass sie Angst haben, ihre Aufgaben dann vernachlässigen zu müssen, wenn sie den Gefühlen mehr Raum geben. Ja, ihr Leben auch nicht mehr unter Kontrolle zu haben, ne? Ja, Kontrolle, genau. Ne? Ja. Also, ja, was passiert denn, wenn ich meinen Gefühlen nachgebe? Oder was ist denn bei großer Verliebtheit? Die macht ja deswegen Menschen Angst, weil sie dann denken, sie verlieren die Kontrolle, sie können das nicht mehr steuern.
Ja, Und ja. das ist natürlich so, klar, Gefühle entziehen sich zu einem guten Teil dem Verstand. Aber sage ich mal, wer sich darin übt, kann eben, sage ich mal, die eine Pluskarte ausspielen und die andere Pluskarte auch, ne? Wie du vorhin auch gesagt hast. Also die leben in einem guten Miteinander, im besten Falle, ne? Die Emotionen und die Ratio. Mir kommt oft der Gedanke, dass Lebendigkeit im Grunde ja erst beginnt, sobald ich die Kontrolle loslasse. Ja. Ja, also ich habe einen früheren Freund von mir, der ist zum Beispiel so, den bedrohen seine Gefühle unglaublich. Und der braucht, ich habe immer das Gefühl gehabt, der braucht 90% seiner Lebensenergie dafür, all das, was er an Emotionen hat, in Schach zu halten, so Oh. hinter Mauern zu verstecken. Und dadurch wirkt er nach außen hin zwar, sag ich mal, aufgeräumt, aber auch total unlebendig. Und es ist mir immer nicht so gelungen, überhaupt ein wirkliches, lebendiges Gefühl aus ihm herauszulocken. Das funktioniert nicht. Das war alles so bedrohlich, ja, und es war so hinter inneren Mauern versteckt, dass ich dann dachte, okay, er muss es mittlerweile auch machen, weil da ist so viel hinter diesen Mauern versteckt, dass er unglaubliche Angst hatte, wenn er irgendwo da, wenn irgendwann mal ein Loch in der Mauer ist, dass er dann komplett überrollt wird von diesen Gefühlen. Ja, also das ist schon, es gibt Abwehrmechanismen und je stärker die sind, desto unlebendiger wirkt dieser Mensch. Ja, und mein Eindruck ist, dass in der heutigen Zeit vielleicht gar nicht unbedingt bewusst, aber eigentlich immer mehr Abwehrmechanismen aufgebaut und perfektioniert werden, anstatt der Umgang mit den Gefühlen geübt wird. Ja, also ich wäre ja dafür, dass das gleich irgendwie im Kindergarten, da wird es zum Teil sogar noch gemacht, Ja. aber in der Schule auch, dass es sowas gäbe wie ein Fach irgendwie Gefühlsausbildung, Gefühlslehre oder so. Das wäre Ja, was. wo, ja, weil Ja. das fände ich toll, wo die Kinder, wo das wirklich beigebracht wird. Ja. Ja, was sind das auch wahrzunehmen? Was ist eigentlich, wenn ich Bauchschmerzen kriege? Was ist eigentlich, wenn ich einen Kloß im Hals habe? Was ist eigentlich, wenn ich rot anlaufe? Ja, was ist das für ein Zeichen? Und wie kann ich das deuten? Ja, was macht das? Und auch mitzubekommen, das ist nichts Schlimmes, sondern das gehört zu uns dazu. Das sind ganz normale Zeichen von, da passiert was. Da passiert was in mir und diese Zeichen helfen mir zu deuten, was ich gerade fühle. Und das ist doch, wäre so toll, wenn wir das alle beigebracht kriegten, wenn das wieder eine größere Rolle spielen dürfte. Ja, das gibt ja auch Kraft, es gibt ja Lebensqualität, dann ist ja das Leben plötzlich ein Vollwertleben. Ja, das ist schön gesagt, genau, ein Vollwertleben mit der ganzen Palette. Also ich nutze ja oft, du kannst ja auch mit dem Regenbogen was anfangen, ich weiß, aber ich nutze ja auch den Regenbogen auch als Bild dafür. Ja, Ja, ja. also ein Regenbogen wäre kein Regenbogen, wenn er nicht alle Farben enthielte. Genau. Das ganze Spektrum. Ja, und wir sagen Farbspektrum, wir sagen aber auch Gefühlsspektrum. Und ein Regenbogen wäre kein Regenbogen nur mit Gelb, Orange und Rot. Und dein Gefühlsspektrum ist eben auch kein Gefühlsspektrum nur mit Freude, Dankbarkeit und Liebe. Auch das nicht. Genau. Also, sondern es gehört alles dazu. Ja. Und das macht uns lebendig. Und das macht die Vielfalt aus und das, was uns farbenfroh macht, als Menschen, mit der ganzen Lebendigkeit. Ja, das finde ich auch gerade in dem Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern so auffällig. Gibt es für dich in der Begleitung von Trauernden einen großen Unterschied in der Betreuung von Erwachsenen und von Kindern? Ja, es gibt einen Unterschied, wobei ich oft merke, dass Kinder in ihrer Trauer sehr viel unmittelbarer sind und letztendlich leichter zu begleiten. Also was Kinder irritiert, ist die Schwierigkeit der Erwachsenen, ihre Gefühle zu zeigen. Ah, okay. Ja, also zum Beispiel kommen wir ja oft auf die Frage, wenn Eltern mich fragen, ja, soll ich mein Kind mitnehmen auf die Beerdigung oder soll ich das lieber zu Hause lassen? Und dann
gebe ich keinen allgemeinen Tipp, sondern ich stelle eine Frage. Ich stelle die Frage, ja, wie geht es Ihnen denn damit? Wie geht es Ihnen denn damit? Und dann kommen oft solche Sachen, ja, mein Kind soll mich nicht weinen sehen und Oh. diese Dinge. Und dann sind wir nämlich am Knackpunkt. Also der Knackpunkt für Kinder, wie sie mit ihrer eigenen Trauer umgehen sollen, können, dürfen, der Knackpunkt liegt bei den Eltern. Also welchen Raum stellen sie zur Verfügung? Und ist es in Ordnung zu fühlen? Muss ich meine Gefühle verstecken? Muss ich stark sein? Und natürlich versuchen Eltern oft, also ich sage jetzt mal ein Beispiel, da ist vielleicht ein junger Familienvater gestorben, Mutter bleibt übrig mit drei Kindern und sie versucht natürlich für ihre Kinder stark zu sein. Aber wenn sie nur diese Stärke zeigt und nicht ihre Verletzlichkeit, dann bringt sie ihren Kindern bei, wie gehe ich mit Trauer um? Ich gehe mit Trauer so um, indem ich immer stark bin. Ja. Das zeigt sie und das lebt sie. Und da braucht sie gar kein Wort für zu sagen, sondern die Kinder lernen das, die saugen das so auf. Und dann versuchen sie, um ihrer Mutter willen, stark zu sein, damit ihre Mutter auch in dieser Stärke bleiben kann. Ja, und da gibt es, also gehen Kinder in Resonanz. Gehen in Resonanz zu den Erwachsenen. Und wenn sie einen Raum haben, der ihnen erlaubt, ihre Emotionen zu leben, dann hilft ihnen das. Und da sind sie unmittelbar und sind viel, viel besser zu begleiten in ihrer Trauer als Erwachsene, weil sie eben diese Weichheit oft noch haben und diese Beweglichkeit, die Flexibilität in ihrem Innern. Da sind sie zugänglicher meistens als Erwachsene. Ja, noch nicht so verpanzert. Genau, ja. Wie machst du das, wenn du in diesen intensiven Gefühlen drin bist bei deiner Arbeit? Wie schaltest du auf Privatleben um? Gibt es da ein Geheimnis, was unsere Zuschauer vielleicht von dir bekommen könnten für ihre Herausforderungen? Ja, ich glaube, das kann ich nicht als allgemeinen Tipp weitergeben, weil ich bin Ja. ein Mensch, ich bin sehr, 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 ich lebe sehr mit meinen Emotionen. Und deswegen bin ich total geübt darin, mit starken Gefühlen umzugehen. Also ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Schweiz groß geworden wäre, hätte ich schon im Alter von 2 Jahren auf Skien gestanden, dann wäre es mir in Fleisch und Blut übergegangen, die Hänge im Slalom herabzudüsen. Na Und das klar. wäre sozusagen mein Lebensraum. Und für mich ist es so, ich bin mit meinen Gefühlen so groß geworden und in sehr engem Kontakt. Und ich gehe da total entspannt und flexibel mit um. Deswegen ist das wie so ein Hineingleiten und Hinausgleiten in ein, das ist eine lebendige Bewegung. Du hast in deinem Hintergrund so schön das Meer, und so ist es bei mir auch. Also ich brande wie das Meer auf den Strand und ich fließe auch wieder weg. Da muss ich nichts machen. Und ich habe auch gar keine Mühe, auf Privatleben umzuschalten, weil ich im Privatleben genauso bin. Ah, Also ich muss, okay. ja, also ich bin privat genauso wie beruflich. Ich muss mich kein bisschen verändern. Ich muss keinen Schalter umlegen. Ich bin genauso. Ich rede auch im Privaten andauernd über Trauernde oder über meinen Beruf, nicht weil mich das nicht loslässt, sondern weil ich das bin. Also verstehst du das? Und deswegen habe ich kein Problem mit diese Gefühle zu berühren. Und ich nehme das einfach auf in meinen ganzen pulsierenden Organismus. Und ich muss die auch nicht verarbeiten, weil sie die brauchen nicht verarbeitet zu werden, sondern die brauchen einfach nur einen Raum, um integriert zu sein. Ja. Und bei mir sind sie integriert und deswegen ist einfach kommt sozusagen noch ein anderer Aspekt dazu, wenn ich mit einem neuen Menschen in Kontakt bin. Aber in der Regel kaum noch was ich noch nie erlebt hätte. Also ist der Trick praktisch, mit den Gefühlen zu leben. Ja, und ihnen zu gestatten, da zu sein Ja. und sich ihnen auch wieder anzunähern. Das braucht manchmal. Also wer sich in einem Status befindet, wo er versucht, mit dem Verstand alle Gefühle zu kontrollieren und in Schach zu halten, dann an kleinen Stellen anzufangen und mal wahrzunehmen, warum bin ich denn
so wütend, wenn mein Kind zu spät nach Hause gekommen ist. Und Mhm, erstmal wahrzunehmen, da ist auch Wut. Da ist nicht nur, ich will mein Kind erziehen, sondern eigentlich ist der Ursprung dessen ist die Wut dahinter oder die, weiß ich nicht was, die Angst, dass was passiert sein könnte. Also an solchen Stellen erstmal wahrnehmen, da ist überhaupt ein Gefühl. Und dann peu à peu sich damit weiter voranzutasten. Das ist ein Weg, das geht nicht alles von jetzt auf gleich. Aber sich mit Menschen zu unterhalten, die das können und die diesen Raum zur Verfügung stellen, das hilft den Menschen. Aber du musst es wollen. Du musst Auf es jeden wollen. Fall, auf jeden Ja. Fall. Ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit, wo ich so Mitte 20 war und ich war in der Psychotherapie, weil ich heftige Depressionen hatte in der Gruppentherapie und Einzelsitzung. Und wie viele Stunden das gedauert hat und wie viele bioenergetische Übungen, bis ich überhaupt eine Ahnung hatte, was die von mir wollten, wenn sie sagten, ich soll meine Gefühle ausdrücken. Ich hatte keine Ahnung. Die haben mich immer gefragt. Ich saß da in meinem schönen blauen Armani-Anzug und meinen Gucci-Schuhen und ich hatte keine Ahnung, was sie von mir wollten. Ja, genau. Und dann, genau, in dem Moment war das eben, warst du ganz weit weg davon. Ja, Du warst ganz weit weg davon und deswegen hast du auch eine Depression bekommen. natürlich. Ja, weil das, Degression und Aggression, so, ne? Das, ja, und das, wenn du es nach außen lebst, und das ist zum Beispiel auch das Positive an der Aggression, dass eben etwas von innen nach außen kommt. Oh ja. Ja, und das wird oft so als negativ bezeichnet, aber Aggression hat eine unglaublich lebendige Funktion und ist eine tolle Kraft, solange sie eben nicht ausufert. Ja, aber wenn du das kannst, Gefühle von innen nach außen bringen, dann musst du nicht krank werden. Also weder psychisch noch körperlich. Das ist, finde ich, ein weiterer sehr interessanter Punkt, dass, also ich könnte mir vorstellen, dass Trauernde, die die Trauer nicht wirklich zulassen, dass die dann in der Folge des Trauerfalls krank werden. Gibt es sowas öfter in deinem Ja, beruflichen Umfeld? gibt es. Deswegen ermuntere ich auch immer dazu, die Trauer zu leben, und zwar ermöglicht dann, wenn sie auftaucht. Also sofort heißt das. Ja, komm. Denn natürlich versuchen alle erstmal bestmöglich zu überleben. Dazu gehört oft auch ein kleines Stück Verdrängung oder ein Stück die Trauer auch mal zur Seite zu drängen. Aber letztendlich ist es das Wichtige, der Trauer zu signalisieren, dass es gut ist, dass es sie gibt. Sie ist ein gesundes Gefühl. Die Trauer selbst ist nicht krank und die macht auch nicht krank, sondern die Trauer zu unterdrücken, das macht krank. Und diejenigen, die sofort wieder auf volles Brett, auf Überlebensmodus schalten, also wieder zur Arbeit gehen, wieder alles so machen wie vorher, bei denen ist es so, dass die Trauer verschwindet, aber nur im Untergrund. Die ist immer noch da und die ist in der gleichen Intensität da. Und ich sage den Leuten, und ich weiß auch, dass es so ist, die Trauer sucht sich ihren Weg, und zwar immer. Also die Trauer sucht sich ihren Weg zu 100%. Und wenn du ihr selber nicht diesen Weg eröffnest über gesundes Trauern, was nicht unbedingt heißen muss, ich heule den ganzen Tag, sondern das kann auch sich in Ge Bewegung ausagieren, in Gesprächen, in Nähe, menschlicher Nähe, wie auch immer, das, was dir gut tut. Aber wenn du das dir nicht gestattest, dann wird die Trauer sich einen anderen Weg suchen. Und du hast gerade das Thema Depression angesprochen. Ich hatte vor etlichen Jahren die Technik Krankenkasse so eine Studie gemacht, und die haben depressive Personen untersucht und haben mal geguckt, was ist eigentlich in deren Biografie geschehen, also nicht nur krankheitsmäßig, sondern überhaupt, dass sie überhaupt eine Depression entwickelt haben. Die haben herausgefunden, dass rund 60% aller Depressionen auf unverarbeitete Trauer zurückzuführen ist. Wow. Und das finde ich einen immens hohen Prozentsatz. Und egal, ob das 55 oder 63% sind, ist egal. Also auf jeden Fall ein hoher Prozentsatz von Menschen, die eine Depression entwickelt haben im Verlauf ihres Lebens hatten. Und das konnte zum Teil 20, 30 Jahre zurückliegen in ihrer Biografie. Ein Trauerfall, wo sie mit der Trauer nicht adäquat umgegangen sind, sondern die unterdrückt haben. Und jetzt stell dir vor, das haben sie ja nur in Bezug auf Depressionen untersucht. Es gibt ja auch andere psychische Erkrankungen, Oh die ja, aufgrund oh ja. von unterdrückter Trauer entstehen können,
Und es gibt auch körperliche Erkrankungen. Der Körper wehrt sich auch mit körperlichen Erkrankungen, nicht nur mit psychischen Erkrankungen. Ja, das ist auch, Trauer ist auch eine, wenn sie unterdrückt wird, eine zerstörerische Kraft und eine selbstzerstörerische Kraft. Und das kann auch körperliche Erkrankungen nach sich ziehen, zum Beispiel Krebserkrankungen oder ähnliche zerfressende Krankheiten. Das ist ein aufschlussreicher Gedanke, finde ich, dass Menschen mal diese Verbindung auch herstellen zwischen nicht angemessen gelebter Trauer und ihren organischen Leiden. Ja, und das machen Menschen nicht, aber das kriegen sie von vielen Ärztinnen und Ärzten auch nicht angeboten. Also die wenigsten Ärztinnen und Ärzte sind so geschickt, mal zu fragen, wenn jemand kommt mit einer Depression oder auch mit einer Krebserkrankung. Ich bleibe jetzt mal einfach mal bei diesen beiden Beispielen, zu fragen, was ist in ihrem Leben geschehen? Also was können die Hintergründe sein? Haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht? Was gab es früher, was Sie so beschäftigt, dass es Sie umtreibt oder dass eine psychische Erkrankung hervorruft? Sondern es wird dann oft im aktuellen Hier und Jetzt geguckt. Und es werden Antidepressiva verschrieben oder es wird eben eine Krebsbehandlung angestrengt mit allem, was dazugehört. Und das ist auch alles gut gemeint, aber oft ist eben auch das Gegenteil von gut, eben das gut Gemeinte. Also da finde ich, haben die wenigsten eben dieses Gespür dafür, was dahinter stecken könnte. Und geben deswegen auch keine Deutungsmuster vor. Und also es ist also für die Leute selbst wichtig zu gucken, was könnte die Ursache sein, aber es ist eben auch bei denjenigen, die sich um diese Menschen kümmern, um die Erkrankten kümmern, wichtig, dass sie mal weiter gucken, so wie du das da erlebt hast damals bei der Depression, dass dann da jemand versucht hat, dich mit diesen Gefühlen in Kontakt zu bringen. Oh Ja, ja. darum geht es. Darum geht es. Geduldig und Ja, für hartnäckig. mich, bitte? Geduldig und hartnäckig. Ja, aber es ist Ihnen ja gelungen. Also jetzt Ja. kannst du es ja. Hatte also nachhaltigen Erfolg. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das heißt, du brichst auch eine Lanze für die Psychoonkologie, also dass Psychotherapeuten, Psychiater, die speziell ausgebildet sind, auch mit Krebserkrankten arbeiten, um die emotionalen, die geistigen Hintergründe aufzuarbeiten. Ja, genau, weil das Gesundheit ist ganzheitlich. Die ist nicht rein auf den Körper bezogen, sondern Gesundheit ist ganzheitlich und hat eben mit dem Geist zu tun und hat eben mit all den Hintergründen des Lebendigen zu tun. Und dazu gehören die Gefühle ja halt auch. Und deswegen gehört alles zusammen. Und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Ansatz, da nochmal mit sich selbst in Auseinandersetzung zu gehen und zu gucken, ja, was ist da, was gehört zu mir und wo könnte ich vielleicht was ändern, um im Heute dann auch ein anderes Ergebnis zu erzielen. Mir kommt dabei, wenn ich so etwas mitbekomme, oft der Gedanke, dass Menschen viel zu oft unterscheiden zwischen guten und schlechten Gefühlen, anstatt sich die Frage zu stellen, wie gehe ich mit dem Gefühl, was gerade da ist, um? Ja, genau, das hatte ich ja vorhin auch so angedeutet mit dem Bild vom Regenbogen. Ja, also der Regenbogen, der braucht alles, diese ganze Palette. Und deswegen gibt es keine guten und schlechten Gefühle. Dankbarkeit ist nicht besser als Wut. Ja, und Freude ist nicht besser als Angst, sondern das sind alles wichtige Impulse, die wir in uns tragen. Und sie haben alle eine wichtige Funktion. Und sie sagen uns was. Und es ist auch bedeutsam. Es ist gut, dass wir Wut entwickeln können. Und es ist gut, dass wir Angst haben können, weil uns das vor Gefahren bewahrt. Aber es ist natürlich auch schön und gut und wichtig, die Freude herauszulassen, um eben die Schönheit des Lebendigen auch an sich selbst zu spüren. Ja, unbedingt. Sonst ist das ja einfach nur ein gedankliches Konstrukt, aber nichts, was wir wirklich leben, Ja. der Freude.
Ja, und das sehen wir ja auch daran, also dass dass Emotionen ja nicht einfach nur da sind, sondern Emotionen werden ja automatisch ausgedrückt, ja, im Körper. Also wenn wir wenn wir uns freuen, dann lachen wir. Wenn wir traurig sind, dann weinen wir. Ja, wenn wir Angst haben, dann kriegen wir Herzrasen oder Schweißausbrüche. Also das ist auf jeden Fall ist das sehr eng verbunden, Körper und Emotionen. Und das ist ja kein Zufall. Absolut nicht. Mein Eindruck ist, dass Menschen heute oft in einer immer mehr von Angst bestimmten Welt leben. Also Angst vor der Angst, Angst vor der Wut, Angst vor der Trauer, sogar Angst vor der Dankbarkeit, weil da Menschen glauben, sie würden abhängig von irgendjemandem, habe ich erlebt. Begegnet dir das auch in deinem Beruf? Ja. Genau, Angst vor vielen Dingen und manche Angst ist berechtigt, aber viele Ängste sind eben völlig überzogen. Und du hast es ganz am Anfang gesagt, als wir uns schon vorher unterhalten haben, manche Ängste sind irrational. Da wird im Grunde auch die gesunde Funktion der Angst dann unterlaufen durch dieses Irrationale. Ja, und natürlich sollte ich Angst haben, irgendwie, wenn ich am Wasserfall stehe und da geht es 200 Meter abwärts, Klar. ja, und die gesunde Angst, da runterzufallen. Aber eben, sage ich mal, eine völlig überzogene Angst, dass heute irgendwie der Weltuntergang käme oder so, das lässt mich innerlich eben erstarren und mich, ja, wie soll ich sagen, also mich festhalten in einer ungesunden Reaktion, die gesund gedacht ist, aber in einer überzogenen Qualität dann sich ungesund auswirkt und dann eben Leben verhindert. Unbedingt. Also eine so überzogene Angst, die kann tatsächlich das Schöne im Leben total blockieren. Ich habe das mal erlebt als Student. Da war ich in einer WG und da kam morgens, sonntags morgens total verheult die Freundin eines meiner Mitbewohner in die Küche, wo ich gerade frühstückte. Und ich fragte sie, was denn los sei. Ich dachte, sie hat nicht gestritten, aber sie sagte, nein, es geht um den Atomkrieg. Und ich habe aus dem Fenster geschaut, aber war noch alles in Ordnung. Und sie meinte, ja, die USA und Russland, die können 10.000 Mal die Welt zerstören, die hält den Stress nicht aus. Da dachte ich mir, was geht denn hier vor? Ja, genau, das ist das, ne? Also das ist dann plötzlich total überzogen. Natürlich, das ist theoretisch möglich. Ja, Ja, natürlich, klar. aber Ja. theoretisch ist auch noch vieles andere möglich. Ja, Unbedingt. Ja. theoretisch ist auch noch vieles andere und es ist auch für theoretisch viel Schönes möglich, vor dem du eben keine Angst haben musst, sondern wo du plötzlich irgendwie vor Glück zerplatzt oder so. Ja, es ist theoretisch alles möglich. Und dann irgendwie so völlig ohne Anhaltspunkt an so etwas festzuhalten, ist aber nicht, ja, nicht sinnvoll. Es ist, wenn ich das jetzt mal so überlege, statistisch gesehen, sehr viel seltener, dass Menschen etwas Fantastisches, Wunderschönes projizieren in die nächsten Tage hinein, im Vergleich zu irgendwas ganz Schrecklichem. Also es kommt eher das Ja. Schreckliche, leider. Ja. Genau, wenn du so Menschen fragst, also 75%, glaube ich, aller Deutschen sagen, dass sie nicht glücklich sind. Es ist erstaunlich, in einem Land, was doch wirklich Alles. lebenswert ist. Ja, wo genau, wo es alles gibt, wo die Leute Ja, alles haben. ja. Ja, und das finde ich so erschreckend, mit einer Ausnahme übrigens, mit der Ausnahme der Gruppe der als behindert bezeichneten Menschen. Die sagen zu Wow. 90%, dass sie glücklich sind. Wow, finde ich gut. Ja, und das zeigt schon mal, weil die haben gelernt, die kleinen Freuden des Lebens zu schätzen und dankbar zu sein für das, was sie haben. Ja, Ne? Dankbarkeit. Das ist Ja. so wichtig, das ist so ein wichtiges Heilmittel. Ja. Und ich glaube, genau, also viele haben das kultiviert, dass sie so das Negative sehen und es ist irgendwie, es ist en vogue, sich zu beschweren. Das ist schwierig. Also diese Aufmerksamkeit auf die guten Dinge zu richten. Und
sich mal klarzumachen, was eigentlich alles schon gelungen ist im Leben, was schon geklappt hat, was dir schon geschenkt wurde. Ja, und natürlich ist es so, dass ein Trauerfall auch einfach super traurig ist, aber es ist halt so, wir kommen alle mit dem Tod in Berührung. Ja, Ja, und auch das ist jetzt nichts, weswegen wir unser Leben irgendwie wegwerfen müssten oder sagen müssten, es geht, immer nur trifft es mich und das ist irgendwie so unfair. Also, es trifft uns alle irgendwann. Ja, mindestens mit dem eigenen Tod kommen wir in Berührung, mindestens das, aber höchstwahrscheinlich auch mit dem Tod einiger uns sehr liebgewordener Menschen. Sobald wir geboren sind, ist es klar, dass wir sterben werden. Genau. Nur nicht wann. Genau. Ob im Alter von 3 Tagen oder im Alter von 105, wir wissen es nicht. Was kann? Ist ja auch gut so. Ist absolut gut so, ja. Aber deswegen ist auch das, es ist traurig, keine Frage, aber es ist kein Grund, sich darüber zu beschweren. Nein. Ja, also das finde ich wichtig, das zu unterscheiden. Ich hatte gerade gestern eine interessante Begegnung mit einem Menschen, längere Unterhaltung, und der sagte mir, dass ein Bekannter von ihm sehr ins Grübeln gekommen ist, als er mal wegen Beschwerden, die er nicht loswerden konnte, zu einem Geistheiler gegangen ist. Und während der Geistheiler mit ihm arbeitete, sagte der er plötzlich, sagte einem Vater, seine Schwester hat ihm vergeben. Und dann hat er das hinterher ausgerichtet, und da war totale Bestürzung, weil die Schwester war tot. Und der Heiler wusste ja gar nichts davon. Ich kenne solche Fälle aus meinem eigenen Erleben, auch aus dem von Kollegen. Was jetzt genau nach dem Tod kommt, wer weiß das schon. Und gleichzeitig gibt es ja doch eine Menge Hinweise darauf, dass irgendwas weitergeht. Gibt es da für dich so etwas auch, oder ist das ein großes Mysterium? Nee, sowas gibt es für mich auch. Also je länger ich mich mit dem Thema Trauer beschäftige, desto mehr ahne ich nicht nur, sondern ich weiß, dass da noch etwas ist. Ja, dass es irgendwas gibt, woher wir kommen und es gibt auch etwas, wohin wir gehen. Und unser Leben hier auf dieser Erde ist nur eine Zwischenstation. Und weswegen ich das weiß, ist, weil es gelingt, weil es den Verstorbenen gelingt, Zeichen zu senden. Und wer dafür aufmerksam ist, sieht sie halt oder spürt sie. Und Menschen, selbst diejenigen, die sich als wirklich rational bezeichnen, sagen manchmal im Nachhinein, ja, sie halten mich jetzt wahrscheinlich für Gaga oder sie denken wahrscheinlich, ich wäre verrückt, aber ich erzähle ihnen jetzt mal, was ich erlebt habe. Und dann passieren einfach so Dinge, die sind mit den Mitteln, die wir zu denken in der Lage sind, sind die nicht zu erklären. Und sie passieren aber trotzdem. Und deswegen weiß ich das, weil ich einfach schon, ich habe selber sowas schon erlebt und ich erlebe das aber auch andauernd bei den Menschen, die ich begleite. Und die haben den Eindruck, das können sie mir erzählen, weil ich darüber nicht richte, weil ich nicht sage, das ist doch Quatsch und was sie da erleben, sondern ich signalisiere, dass sie können mir das sagen und ich bin auch der festen Überzeugung, dass sie recht haben mit dem, was sie erzählen, weil die Geschichten sind so unterschiedlich, aber sie haben eine gleiche Botschaft, nämlich die Grenze zwischen Leben und Tod ist so wie so eine Gore-Tex-Jacke, also so halbdurchlässig. Also von unserer Seite aus, fällt es sehr schwer, dahinter zu gucken, also durchzukommen. Aber von der anderen Seite aus ist sie durchlässig, diese Grenze. Und die Verstorbenen, die werden wahrscheinlich sich ins Fäustchen lachen und denken, warum wir eigentlich nicht in der Lage sind, das zu begreifen, wie durchlässig es ist und dass auch wir das könnten hin und her gehen. Aber das ist wahrscheinlich noch sehr viel verstellter, dieser Weg, als der von uns, so uns Menschen zu unseren Gefühlen. Ja, ich habe den Eindruck, es hat miteinander zu tun. Also ich mache zum Beispiel gerne in einigen Seminaren so eine Übung,
dass die Teilnehmer sich mal überlegen, wenn ich jetzt auf dem Sterbebett wäre und ich gucke zurück in mein Leben, was bedeutet mir eigentlich irgendwas? Also von welchen Dingen sage ich, ah, Mensch, hätte ich es doch gemacht oder ach, wie schön, dass ich es getan habe und wie ich es getan habe und so. Und da verschieben sich die Perspektiven dermaßen, dass eine ganze Reihe von Menschen regelrecht erschreckt sind, weil sie dann sagen, so habe ich noch nie gedacht. Gibt es das bei Trauernden in deinem beruflichen Umfeld auch, dass da so eine Verschiebung der Wichtigkeiten stattfindet? In den Trauergesprächen erlebe ich das selten. Das Ja. passiert höchstens in der Reflexion danach. Was ich aber versuche, in Trauergespräche einzubringen, ist die Perspektive der Verstorbenen selbst. Also ich Ah spreche ja. oft erst mit den Angehörigen und so gegen Ende des Gespräches bringe ich oft die Frage ein, was denken Sie, wenn ich jetzt hier mit Ihrer Mutter bei einer Tasse Kaffee gesessen hätte, was hätte sie mir wohl selbst rückblickend über ihr Leben erzählt? Ja. Und viele sagen dann, ja, das ist ja eine gute Frage. Ja, da haben wir noch nie drüber nachgedacht. Und dann, aber dann werden sie angeregt, die Perspektive zu wechseln und aus ihrem eigenen rauszugehen und im Grunde das, was du mit den Teilnehmenden da machst, auch nochmal stellvertretend für ihre Mutter in dem Fall zu tun, nochmal zu überlegen, wie hätte sie das wohl gesehen und wie würde sie ihr Leben im Rückblick bewerten? Und zum Beispiel dann sagen, ich hätte das und das und das anders machen sollen oder ich war total zufrieden oder ja, ich hätte mehr Zeit für meine Familie investieren sollen, weil das ist das war, was mich glücklich gemacht hat oder. Und dann kommen oft Informationen, die so im Gespräch sonst noch überhaupt gar nicht da waren, weil die im Kopf die Perspektive gewechselt haben. Aber ansonsten für sich selbst nochmal zu gucken oder aus dem Trauerfall selbst für sich den Impuls rauszuziehen, wie ändert es eigentlich was? Also ändert es an meinem Leben jetzt was, dass ich diesen Trauerfall erlebt habe? Denn irgendwann wird es ja auch für mich zu Ende sein und ich gucke zurück. So, das ist schon eine unglaubliche Reflexionsleistung, die viele, weil sie voll in der Emotion drinstecken, in dem Moment meistens nicht tun, aber so ein paar Wochen später dann durchaus schon. Also wenn ich dann mit denen ins Gespräch komme, dann kann es schon mal sein. Ja, ich habe mir jetzt mal die Frage gestellt, mein Mann ist ja jetzt mit 53 gestorben und ich bin jetzt 47. Was will ich eigentlich noch machen in meinem Leben? Was möchte ich, dass am Schluss über mich erzählt wird und so. Dann schon, aber das kommt meistens im Nachklapp. Wenn diese Menschen über ihr Leben ein bisschen nachdenken und ein bisschen in Trauer reingehen, dann wäre es durchaus wünschenswert, so habe ich dich vorhin verstanden, jedenfalls würden die sich noch mal ein bisschen Zeit nehmen. Ich sag mal so ein, zwei Wochen, wo die vielleicht nicht arbeiten, sondern wo die einfach mal ihrer Trauer und der Reflexion Raum geben. Wäre das deiner Ansicht nach sinnvoll? Ja, manchmal auch deutlich mehr. Ja. Ja, die Menschen sind unterschiedlich von ihrer Art und Weise her, wie sie mit so starken Gefühlen umgehen können. Und manche schaffen das nach ein, zwei Wochen, manche brauchen 2 Monate oder länger. Deswegen ist auch unser Arbeitssystem mit 2 Tagen Sonderurlaub, wenn ein nahe Angehöriger verstorben ist, das ist wirklich unmenschlich, meines Erachtens. Wenn Menschen weiterarbeiten wollen, dann sollen sie es tun dürfen. Aber viele brauchen doch sehr viel mehr Zeit. Und Ja. ich ermuntere sie dann eher noch, über eine Krankschreibung dann zu gehen, um sich auch diese Zeit zu verschaffen. Denn es nützt niemandem, den Personen selbst nicht und keinem Arbeitgeber, wenn die Leute einfach zu früh wieder in den Arbeitsprozess reingehen. Sie sind sowieso nicht voll da. Genau. Das ist einfach nicht möglich. Deswegen auf jeden Fall Zeit geben. Diesen Abschluss, sich selber tatsächlich die Zeit zu geben, die Dinge mit einer Beziehung zu einem Menschen, einem nahesteht, zu Ende zu bringen. Oft habe ich das Gefühl, dass menschliche Dinge im Gegensatz zu materiellen Angelegenheiten als
wesentlich geringwertiger angesehen werden. Bei den sogenannten Primitiven, bei den Naturvölkern, ist es oft genau andersrum, habe ich den Eindruck. Und da wünsche ich mir so einen Wertewandel, dass statt des neuen Autos oder des Urlaubs vielleicht eine Trauerphase wertgeschätzt wird. Wenn Menschen mit ihren Gefühlen umgehen, gibt es da für dich etwas wie Schlüsselgefühle, wo du sagen würdest, wenn sie schaffen, mit dem Gefühl umzugehen, dann wird wahrscheinlicher, dass sie mit den anderen Gefühlen auch klarkommen. Schlüsselgefühl. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Spontan würde ich jetzt sagen, Wut ist ein Schlüsselgefühl, Okay. weil Wut so negativ besetzt ist. Wut wird sowohl von den Menschen, die sie selbst empfinden, als auch von anderen als unter Kontrolle zu bringen, eingestuft. Und wenn es gelingt, Wut in gute Bahnen zu lenken, also wie ich vorhin gesagt habe, Aggression, also wirklich das Innere nach außen zu bringen auf eine gute Art und Weise, dann kann die Wut sehr kraftvoll sein und sehr lebensbejahend. Und da glaube ich, eins der Schlüsselgefühle ist Wut, ja. Ja. Weil ich glaube, Wut, wenn sie nicht gut behandelt wird, kann sie zum Beispiel umschlagen in unkontrollierten Hass. Ja. Das ist, ja, was es auch gibt auf dieser Welt, gibt es auch in unserem Land, also müssen wir gar nicht so weit gucken. Das ist außer Kontrolle geratene Wut, die keinen guten Weg gefunden hat. Also ja, ich glaube, ich bleibe mal bei Wut. Ich glaube, das ist ein gutes Schlüsselgefühl. Kann ich gut nachvollziehen. Mein Eindruck ist oft, wenn Menschen ihre Wut zum Beispiel auf den Verstorbenen nicht mal zulassen, dass sie jetzt einfach irrational wütend sind, weil der sie allein gelassen hat. Weil sie jetzt mit allem allein da stehen, dass der nicht mehr da ist, dass man sich nicht mehr annehmen kann, was auch immer da hochkommt. Wenn sie das nicht zulassen, dann fehlt praktisch der Türöffner, der Schlüssel für den Bereich der Liebe, der danach dann irgendwann kommt und der Dankbarkeit. Sind das so Eindrücke, die du von deiner Arbeit aus bestätigen kannst? Ja, also ich hatte zum Beispiel mal ein Trauergespräch, bei dem unter anderem eine alte Dame anwesend war, deren Tochter verstorben war. Die alte Dame war ungefähr Mitte 80, die Tochter war um die 60 und diese Tochter hatte, wie sich aus der Lebensgeschichte ergab, sehr kräftig daran mitgeholfen, dass sie verstorben war. Oh. Also hat, sage ich mal, also keinen Suizid begangen, aber hat sehr stark geraucht, hat schon 30 Jahre vorher vom Arzt gesagt gekriegt, sie müssen unbedingt mit dem Rauchen aufhören und so weiter. Er war sehr fettleibig und es gab einfach verschiedene Aspekte. Und die Mutter hat immer nur gesagt, ja, sie hat ja ihre Tochter darauf hingewiesen, hat gesagt, du musst was machen und so. Und dann irgendwann, ich merkte, dass da eben nicht nur diese Enttäuschung darüber mitschwang, sondern eben auch viel Wut. Und habe das dann irgendwann, weil die mit ihren Mitte 80 gar nicht in der Lage war, das zu sagen, habe ich einfach zu ihr gesagt, wie gut, dass sie ihre Wut haben. Wow. Und da hat sie mich ganz, ganz entgeistert angeguckt. Ich glaube, sie hatte in ihrem Weltbild noch nie mit Wut zu tun. Ja. Wow, das war ja ein Paradigmenwechsel. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, meinen Sie? Und dann habe ich gesagt, ja, also ich bin selbst Mutter und ich kann mir vorstellen, was das für eine, wie wütend das macht, wenn eins ihrer Kinder nicht auf ihre Ratschläge reagiert, überhaupt nicht in Resonanz geht und dass das so schlimm geworden ist, dass ihre Tochter jetzt verstorben ist, das muss sie doch total wütend machen. Und das war nachher so ein gutes Gespräch. Die fühlte sich plötzlich verstanden, aber das hat sie vorher gar nicht gemerkt, sondern da habe ich gemerkt, da steckt die Wut dahinter und dann spreche ich das an. Also da, und selbst bei so einer alten Dame, das war ein absoluter Aha-Moment. Das war auch für mich so ein Highlight in einem Trauergespräch, das so ganz direkt formulieren zu können und dieser alten Dame plötzlich auf ihre alten Tage so einen unglaublichen Aha-Moment zu schenken und auch damit, dass ich ihr gesagt habe, es ist völlig in Ordnung, dass sie wütend sind.
Es ist nämlich auch ganz normal. Und das war wirklich gut, ja. Das finde ich unglaublich spannend. Mein Eindruck ist auch, dass es oft den Impuls von außen, von einem anderen Menschen braucht, dass man an die eigenen Gefühle rankommt. Ja, genau, das ist dann auch letztendlich gefühlsbildend. Ja. Also ich kann auch nicht sagen, obwohl ich sehr durchlässig bin mit meinen Emotionen, dass ich es immer zu 100% kann. Manchmal merken andere oder merkt meine Familie viel mehr, dass ich gerade sauer bin als ich selber. Ja, zum Beispiel, weil sich das halt zeigt oder aus jeder Pore steigt oder so. Und dann ist es sehr gut, wenn es diesen Spiegel gibt. Und wenn Leute mich darauf ansprechen. Und ich finde, das gilt für alle, weil wir daran auch lernen können. Wir lernen in dem Moment, aha, stimmt, ja, stimmt ja. Ich habe das noch gar nicht bemerkt, aber es stimmt, ich bin gerade richtig sauer. Ja, oder ich habe gerade richtig Angst. Ja. Oder ne, ich freue mich auch total. Es gibt ja auch reichlich Leute, wer so gefühlsgebremst ist, zeigt ja auch die Freude nicht so ungebremst, sondern die bleibt ja auch unterm Deckel. Hey, du kannst dich echt mal freuen, dass du jetzt ein Geschenk gekriegt hast. Merkst du, wie du dich freust? So, ja, so dass, Ja. ja, und dann fangen die Leute auch so verschämt an zu lachen oder so. Und dann merken sie plötzlich was. Und da finde ich, können wir einander Lehrerinnen und Lehrer im Menschsein werden. Oh Wenn wir ja. das tun, diese Gefühle zu spiegeln, das ist einfach eine tolle, tolle Qualität. Und da können wir alle dran mitwirken. Ja, dass wir wieder eine von Gefühlen getragene Gesellschaft werden. Ja, das brauchen wir unbedingt, damit wir mit den Menschen und mit der Natur und mit allem, was lebt, liebevoll umgehen. So wie wir wollen, dass auch mit uns umgegangen wird. Ja, das wird ja vielen Menschen erst in Grenzsituationen klar, dass sie einen warmherzigen, emotionalen Umgang als wohltuend erleben. Ja, weil sie das so auch nicht kennen, weil es auch so selten geworden ist. Das Oh ja, ist leider. traurig, traurig, aber das ist selten geworden. Wenn du Trauerrednerinnen und Redner ausbildest, inwieweit berücksichtigst du da den Umgang mit Gefühlen? Sehr stark, weil ich bei dem ansetze, woher die Leute kommen. Also ich setze mit Biografiearbeit an. Ich setze da an, woher die Leute kommen. Ich gehe nochmal in die Tiefe, was sie selbst für Gefühle, für Trauererfahrungen haben und welche Gefühle damit verbunden waren. Und erst wenn ich diesen Boden bereitet habe, ja, wenn du Gras aussäst, geht die Saat auch viel besser auf, wenn du den Boden vorher bearbeitet hast. Aber Und klar. so sehe ich das, ja. Das ist eine Vorbereitung für die Saat dessen, was ich dann an Wissen und Know-how ausstreue, das dann zu dem Beruf befähigt. Aber das andere ist im Grunde die Basis. Das ist der Grund dafür. Und das hat für mich einen großen Stellenwert, einen hohen Stellenwert. Weil ich weiß, dass es ohne das nicht funktioniert. Du möchtest keinen Trauerredner, keine Trauerrednerin haben, die nur per Kopf mit dir kommuniziert und die nicht in Gar der nicht. Lage ist, auf einer tiefen Ebene Es geht gar nicht. Beziehungen herzustellen. Ja, ich habe ja auch in anderen Zusammenhängen schon mal gesagt, also es ist nicht die Hauptqualität von Rednerinnen und Rednern, reden zu können, sondern die Hauptqualität ist, diese Einfühlsamkeit zu haben. Und Ja. Einfühlsamkeit braucht unbedingt dieses Gespür für die eigenen Gefühle, weil sonst bist du nicht einfühlsam, wenn du das nicht hast. Ja, dann kannst du das gar nicht wahrnehmen, dann kannst du diese Schwingung nicht auffangen, weil du auf der Frequenz nicht sendest und eben nicht empfängst. Das ist, finde ich, eine sehr, sehr zutreffende Beschreibung, dieser Qualifikation, dass Menschen das so sehr brauchen, mit ihren Gefühlen umgehen zu können. Oft erlebe ich den Einstieg in die Welt der Gefühle, der persönlichen Gefühle über Scham. Die Scham, dass Menschen zum Beispiel sagen, ich kann nicht trauern. Ich müsste jetzt eigentlich trauern, also ich weiß, ich sollte jetzt trauern, aber ich kriege das nicht gebacken, ich schäme mich. Ich weiß gar nicht, was ich jemandem sagen soll, der mir sagt, oh, du bist bestimmt ganz so traurig und ich bin es nicht. Kennst du sowas? Ja, das kenne ich. Scham und Schuldgefühle spielen da eine Rolle.
Und natürlich spreche ich da auch mit den Menschen darüber, wie sie einen Zugang dazu kriegen. Oft überlege ich mit den Leuten, was es denn für Situationen gibt, in denen sie schon mal traurige Gefühle gezeigt haben. Also manche sagen dann, ja, ich habe, als ich City geguckt habe oder also irgendwie einen Film geguckt oder weiß ich nicht was, den Hamster sterben sehen oder irgendwas. Und dann versuche ich zu erinnern, also in diese Gefühlserinnerung hineinzugehen und damit diesen Kanal zu öffnen. Dass da irgendwas gerade blockiert, entweder ja oft aus Angst vor der Wucht der Emotion. Die Traurigkeit ist ja da, sie kann sich da nur nicht zeigen und sie zeigt sich nicht in Tränen, vielleicht zeigt sie sich auch in was anderem. Also da nochmal zu gucken, Brücken zu schlagen, wo hat es denn schon mal ein Gefühl gegeben, was so ähnlich war, wie hat es sich da bei dir ausgedrückt, könnte dir das jetzt weiterhelfen, über solche Wege. Das ist, denke ich, eine große Unterstützung für Menschen, die aus diesem verstandesdominierten Umfeld heraus katapultiert werden in so einen Trauerfall hinein, dass die wieder Verbindung zu sich selber bekommen, Ja, zu der Erfahrung. das ist, genau. Und das ist übrigens auch einfach die große Chance von Trauerfällen. Das ist wirklich die große Chance. So traurig das alles ist, aber die große Chance ist, dass Menschen, die mit ihren Gefühlen eigentlich in der Regel nicht in Kontakt sind, dass sie in dem Fall nicht mehr anders können, als Traurigkeit zu empfinden. Wow. Und das ist ein Einfalltor zu dem Rest der Emotionen. Deswegen finde ich das auch, also ist es, natürlich habe ich ganz viel Mitgefühl, wenn ich die Leute begleite. Aber ich sehe einfach auch die große Chance darin, plötzlich so einen Raum in sich selbst zu eröffnen und zu merken, wie viel Reichtum darin steckt. Das ist Reichtum. Trauer fühlen zu können, ist Reichtum. Ein ganz neuer Aspekt, finde ich, von Trauerarbeit. Ja. Von Genau, sagen Trauer. viele nicht, aber ich empfinde es Ja. absolut genauso. Kann ich absolut nachempfinden. Macht total Sinn, fühlt sich auch runter. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr gutes Geschenk ist, auch praktisch, was der Verstorbene dem Trauernden hinterlässt. Ja. Ja, ist so. Genau, das ist so Ja. eine Art le doch lebendiges Erbe. Also jenseits von allem Materiellen wirklich so ein noch sowas zu hinterlassen, plötzlich diese Dimension des Menschlichen zu erfüllen. Ja. Und ich erlebe es so. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber Menschen, die schon mal einen schweren Verlust erlitten haben, die sind in der Regel sehr viel schneller auf einer tiefen Ebene ansprechbar. Die kommen sehr viel schneller auf einer Ebene in Kontakt, die andere so nicht miteinander haben, Ja. weil sie diese großen Emotionen kennen, weil sie wissen, wie sich das anfühlt. Das finde ich ganz bemerkenswert. Und Ja. das ist das, was mir so eine unglaubliche Freude macht, mit Menschen auf so einer tiefen Ebene dann auch in Kontakt zu sein und sich da auszutauschen, weil das ist genau das Gegenteil von belanglos. Das ist wirklich essentiell und lebensentscheidend. Im Fußball würde man sagen, das ist spielentscheidend, was da gerade passiert. Ja, Game Ja. Changer. Ja, genau. Ja, also, und das ist das, was meine Arbeit einfach so besonders macht und weswegen ich mit aller Leidenschaft dabei bin, weil es wirklich an den, das, ich bewege mich am Puls des Lebendigen. Ja. Ja, für mich sind Geburt und Tod die absoluten Drehpfeiler des Lebens, weil da werden wir mit so gewaltigen Dingen konfrontiert, da fällt es einfach schwer, nicht menschlich zu werden. Ja, genau. Wie viele Eltern sind in Tränen ausgebrochen vor lauter Rührung, wenn ihr Kind auf die Welt gekommen ist. Ja. Ja, also wirklich überschüttet von Emotionen. Also ich
Ich stimme dir absolut zu, Geburt und Tod. Ne? Das sind unsere, das ist der Eingang und der Ausgang so. Ja. Ja, Anfang und Ende, das greift einfach ineinander. Und das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Gut so. Ja, und genau, gut so. Und es ist ja auch gut so, dass das Leben zu Ende gehen darf. Wenn ich das so sage, dann gucken mich die Leute auch manchmal an. Ja, aber es ist gut so, dass es zu Ende gehen darf. Alles andere wäre wirklich Horrorvorstellung, wenn es immer so weitergehen würde wie jetzt, dass wir würden verzweifeln am Leben. Deswegen ist es ein Segen, dass wir sterben dürfen. Finde ich auch. Ich habe immer gerne Fantasy und Science Fiction gelesen und da gibt es immer wieder so Sujets, wo jemand unsterblich ist oder extrem langlebig. Und was sich dadurch für Probleme auftun, was der alles nicht erleben kann, weil er nicht sterblich ist, das finde ich sehr, sehr interessant. Ja, und die Langeweile am Leben, der Überfluss, der sich dann breit macht. Ja, also jetzt können wir noch sagen, irgendwie jeder Tag ist neu und ich bin auch so gestrickt, dass ich irgendwie denke, ja, auch wenn ich 95 werden sollte, möchte ich immer noch morgens die Augen aufschlagen und sagen, Mensch, was bringt der Tag mir noch Neues? Also mit dieser Neugierde möchte ich gerne leben. Und das geht aber, glaube ich, nur, wenn ich dann irgendwann weiß, ja, und irgendwann ist es zu Ende und das ist auch gut so. Ja, ein finde ich sehr passendes Schlusswort. Vielen Dank, Katharina, für deine Weisheit und dass du sie mit uns teilst. Ich habe den Sehr gerne. Eindruck, das wird für ganz viele Menschen auch ein Game Changer sein, wenn die das hören, was du über das Thema Gefühle mitteilen kannst. Ja, also gerne, wirklich. Ich habe dir gesagt, es ist mir eine Freude, darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass das einfach ein wichtiges und essentielles Lebensthema ist. Und danke, dass du mit mir darüber sprechen mochtest. Sehr gerne, Katharina. Ja.